Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir haben beim letzten Mal, und ich verrate euch gleich, warum ich euch das zeige, obwohl ich das im letzten Video eigentlich schon gebaut habe, hier eine Linie von Berlin, ups, das war eine schnelle Drehung, nach Salzgitter, mit einer schönen Brücke hier übers Wasser, und wir mussten das so bauen, weil wir sonst die doch recht deutliche Steigung nicht hochgekommen wären, nicht vernünftig. Ihr seht, dass das, was dann hier ein bisschen schräg gebaut haben, hier auch. Also ich habe versucht, das so elegant wie möglich zu lösen. Warum ich euch das zeige, ich habe das andere Video jetzt vor über einem Tag aufgenommen, und auch das ist wieder nur in 360p verfügbar. Deswegen werde ich versuchen, diese Aufnahme jetzt unter 20 Minuten zu halten. Das dann rendern, und wenn das vernünftig wird, dann wird eben dieses das nächste Video sein, was veröffentlicht wird. Und dann musst du eins überspringen, und ich muss sehen, dass ich dann unter 20 Minuten bleibe, weil irgendwie ist da so ein klein wenig der Wurm drin und ich weiß nicht, woran es liegt. So, was wir jetzt machen werden, ist diese Linie von Salzgitter noch weiter nach Stralsund zu bauen, und dann soll sie auch noch weiter nach Hamburg. Fangen wir aber erstmal damit an, die Schienen hier. Richtung. Ja, so können wir da schon mit leben. Also normal ist es denn. Ah, da ist so ein. Jetzt sehe ich das. Habe ich gerade nicht gesehen, dass hier so ein Hügel drin ist. Den wollen wir natürlich weitestgehend oder so gut wie möglich umgehen. Das war dann wieder zu schlau. Soll heißen. Ja doch, das können wir schon so machen. So, wir müssen dort im Grunde landen. Versuchen wir das mal. So, ich muss mal eben schauen. Ich habe hier das. Rechte Gleis genommen. Also für den Fall, dass wir hier schon zwei haben, haben wir noch nicht. Müssten wir das so machen. Okay, und dann erweitern wir den Bahnhof. Weites Gleis. Mm.
Das haben wir jetzt. Jetzt müssen wir hier natürlich noch mit dem. Wie heißt es mit dem Terrain? Ne, mit dem Landschaft-Tool arbeiten. So. Das Ganze hier so ein bisschen zugleichen. An manchen Stellen ein bisschen mehr. So wie hier. Hier ist auch eher viel, ja. So. So, gut. Jetzt war meine Idee, dass wir die Linie weiterbauen nach Hamburg. Was bedeuten würde, wir müssten eine ziemlich lange Brücke bauen. Beim Schauen, so, wir kommen also aus dieser Richtung, also wäre in etwa hier. Millionen, okay, das fällt definitiv aus. Die Linie nach Hamburg wird noch nicht gebaut. Das ist ja total crazy. Gut, dann können wir erstmal die Linie in diese hier. Das ist Hosemuckel Berlin. Da haben wir ja als Gitter dazu genommen. Da müssten wir dann einmal Stralsund dazu nehmen. Dann geht's über Salzgitter. Und Berlin nach Posemuckel. Was wir jetzt noch wieder brauchen, habe ich noch nicht gebaut. Ne, bevor wir die Nadel bauen, bauen wir erst noch mal eben die Möglichkeit hier die Gleise zu wechseln. So, einmal dort. Einmal hier. Geht denn das nicht? Ach, jetzt geht's, okay. So, und dann noch Signale. Einmal dort. Einmal dort. Teilung in Blöcke. Keine Ahnung, warum das nicht ging. So, und hier müssen wir natürlich auch noch dort. Dort. Bauen. So, da wir das beim letzten Mal ja möglicherweise nicht gesehen haben, schauen wir uns an, wie sich der Zug hier das letzte Stück dem Berg hochquält. Und ja, jetzt haben wir den Scheitelpunkt erreicht.
Aber jetzt geht es bergab und man sieht auch sofort, wir werden tatsächlich ein bisschen schneller. So, hier geht es jetzt gleich auf die Brücke. So, dann geht es mit viel Schwung am landwirtschaftlichen Betrieb vorbei. Immer noch mit Höchstgeschwindigkeit. Hier kommen wir jetzt gleich in den Bahnhof. Oder haben wir noch rechts gar kein Gleis gebaut? Das muss man gleich mal nachholen. So. Ein paar Leute steigen aus, ein paar Leute steigen zu. Und weiter geht's. So eine kleine Berg- und Talfahrt hier, ne? Alle möglichen Betriebe unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wäre schön, wenn wir die Höchstgeschwindigkeit halten können, aber wir werden wieder etwas langsamer. So. Und hier fehlt uns auch noch das zweite Gleis, aber ja, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut, unsere Linie hier. Was uns noch fehlt ist hier der zweite Bahnsteig. Direkt mit den Ausbaustufen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste doch unser Zug jetzt gleich kommen. Da ist er auch schon. Da kommt auch einer aus der anderen Richtung. Okay, dann müssen wir gleich mal eben. Ja, machen wir gleich. Die Linie umbauen. Das ist hier, ne? Da müssen wir. Gleis 2 nehmen, genau. Das sieht ein bisschen besser aus. Züge, 4 Züge, 5 Züge. Wie viel haben wir denn auf dieser Linie? 5 Stück, okay. Und die ist auch gut ausgelastet. Allerdings noch nicht sehr wirtschaftlich, aber die habe ich auch erst zum Ende des letzten Videos gebaut. Da müssen wir mal schauen, ob sich das vielleicht noch ein bisschen positiver entwickelt. Zug ist auch voll. Ja, wieso fährt der dann immer noch so durch den Bahnhof? Okay. Also wir fahren von Posemucke, das ist dort nach Berlin, von da nach Salzgitter, von Salzgitter nach Stralsund und Stralsund nach Salzgitter, nach Berlin und dann geht es wieder nach Posemucke. Das ist auch eigentlich
korrekt. Keine Ahnung, warum der Zug gerade umgedreht hat. Jetzt ein wenig merkwürdig, aber auf jeden Fall nicht richtig. So, was ich mir dann jetzt noch anschauen möchte, aber ich muss wirklich mit der Zeit aufpassen. Ich will unter 20 Minuten bleiben, um dann zu testen, ob es funktioniert. Boah, für Pose Muckel Berlin haben wir so viel wartende Passagiere. Das ist die Linie hier. Fahrzeuge verwalten, da müssten wir noch mal klonen. Wir machen noch mal zwei dazu. Ich hoffe, die starten hier, aber nee, tun sie nicht. Dann stehen die bestimmt gleich wieder auf irgendeinem anderen Gleis und warten so blöd. Da müssen wir eben drauf warten und ich schaue mir das an. Und wir müssen unbedingt zumindest in Pose, Muckel und Twist den Personennahverkehr umbauen, weil wir haben hier diesen oberen Bereich. Das sieht man hier bei den Linien ganz gut. Überhaupt nicht mit abgedeckt, ne? Den ganzen Flügel hier. Zug 43, Pose Muckel Berlin. Warum starten die da? Was soll das? Hatten wir im letzten Video auch schon das Problem. Das habt ihr, oder im vorletzten, weiß ich jetzt gar nicht. Das habt ihr dann ja gar nicht gesehen. Habe ich auch hier vorübergehend so ein blödes Gleis bauen müssen. Den Zug einmal drehen. Da ist das gleiche, da muss nämlich auch auf die andere Linie. Mal bitte drehen. Hier das Problem. Ach so, dass der andere Zug den Bereich versperrt. Ja, ja, klar. Da könnten wir das Ganze ja noch mal etwas beschleunigen, indem wir hier noch ein Signal hinstellen. Dann wartet der nicht ganz so lange. Hier. Jetzt noch mal das um und was wir jetzt ebenfalls machen, ja, bauen von hier aus mal einen Gleis. Das wäre dort anschließen. So, hier möchte ich nur in eine Richtung fahren. Hier machen wir dann ein Bahnsignal und was ich hier ebenfalls möchte, natürlich ein Signal, dass der Zug hier wartet, falls schon ein anderer kommt. Wollen wir jetzt nochmal neue Züge, das können wir eigentlich ausprobieren, weil ich glaube, wir dürften auf dieser Linie hier durchaus. So, so. Ein
Der startet jetzt in dem. Jetzt, wo wir ein Gleis für gebaut haben. Ich meine, ist ja gut, dass er jetzt im richtigen Zugdepot startet, aber ein bisschen veräppelt komme ich mir da schon vor. Oh, scheiße, und ich habe wieder die 20 Minuten aus den Augen verloren. Okay, wir machen jetzt schnell Ende. Ich versuche es trotzdem mal, ob das was hilft. Und ansonsten ja, lasse ich mir was anderes einfallen und melde mich dann bei euch. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.